Freunde von All for Shooters. Nächster Tag auf der SHOT Show 2020 in Las Vegas. Ich bin an der Box von Noblex. Neben mir die neueste Neuheit von Noblex. Vertriebsleiter Hubert Bodechtel. Viele von euch kennen ihn vielleicht noch von einer anderen Firma. Hubert, so, SHOT Show 2020. Was habt ihr den Amerikanern mitgebracht? Ja, Alex, erstmal vielen Dank, dass du hergekommen bist und uns auch besucht hast. Dann fühlen wir uns ganz so einsam hier in Amerika. Wir haben den Amerikanern und auch den weiteren internationalen Gästen natürlich unsere Neuheiten, die wir hier in Deutschland auch vertreiben, mitgebracht. Ganz vorne dran natürlich unsere neue Wärmebildkameras, die wir hier haben. Die Produktion ist jetzt in Eisfeld angelaufen in Deutschland. Wir sind jetzt weg von den Prototypen, sondern in die Serie eingestiegen und werden dann zur Messe in Nürnberg auf der IWA auch die Geräte dann für den deutschen Markt verkaufsfähig haben. Sehr schön, aber ich sehe hier noch ein paar andere interessante Produkte. Ja, was natürlich ein ganz großes Thema hier in den USA bei den Kurzwaffen ist, das ist eine neue Glock Sight. Auch hier sind wir jetzt mit der Produktentwicklung weitergekommen und können dann auch wieder für Deutschland die neue Entwicklung für den deutschen Markt anbieten. Hier in den USA natürlich ein ganz großes Thema im Land der Kurzwaffen. Der Trend geht ja von der Kimme und Korn immer weiterhin zu den Rotpunktvisieren, zu den Sights. Und hier ist die Firma Noblex mit der langen Geschichte in der Sight-Produktion natürlich nach wie vor der Vorreiter und haben eine Top-Qualität, die wir den Amerikanern bieten können. Aber ich sehe auch im Optikbereich hat sich auch noch was getan. Ja, neben den bekannten Zielfernrohren und Ferngläsern erweitern wir unsere Optikpalette. Wir haben hier ein ganz kleines Mini-Spektiv, das wir für den Sportschützen, aber auch für den Jäger haben. Auch das ist ganz neu, haben wir jetzt die erste Serie produziert. Ich persönlich als aktiver Jäger und Sportschütze finde es super, dass ich ein Spektiv habe, das klein und handlich ist. Es kommt dann in der Serienausführung noch mit einer Neoprenhülle, die haben wir jetzt hier leider nicht dabei. Aber das ist also kein so großes Gerät für die Range oder dann für die Gebirgsjacht im Rucksack einfach mitzutragen. Also finde ich persönlich super klein und sexy. Ja, mir persönlich gefällt es auch so. 24-fache Vergrößerung von 8-fach. Schön, klein, leicht, also mir gefällt's. Ich freu mich schon auf den ersten Produkttest. Also es reicht eben auch vollkommen aus dann für das schnelle Spotten, entweder auf der Range oder im Gebirge oder auch im heimischen Revier. Also macht jeden Spaß und ist auch für ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungsfeld, das wir bieten. Na gut, und wo wir dann auch gerade beim Spotten sind, Entfernungsmessung ist ja dann auch ein ganz großer Punkt. Ja, absolut, also gerade zu dem Thema Long-Range-Schießen tragen wir von der Firma Noblex auch Rechnung, dass wir jetzt hier einen neuen Entfernungsmesser mit auf den Markt bringen werden. Auch hier das erste Gerät, das wir hier natürlich gleich mal mit nach Amerika genommen haben, aber dann auch für den europäischen und deutschen Markt dann auch haben. Es wird immer wichtiger, seine Entfernung zum Ziel zu kennen, das heißt den im sportlichen Schießen auf der Bahn oder dann natürlich auf der Jagd ganz wichtig, um eben die ballistischen Korrekturen zu machen. Ja, interessant finde ich ja vor allem dann auch hier dann eine ganz einfache Bedienung, nur zwei Knöpfe. Ja, also wir gehen hier natürlich keep it simple and stupid, also wir haben auch aus eigener Erfahrung, wissen wir, dass... Und natürlich... Made in Germany? Selbstverständlich, ja. Nee, aus eigener Erfahrung wissen wir natürlich, dass man nicht immer auf der Jagd oder auf der Bahn die Möglichkeit hat, die ganzen Features zu machen. Weniger ist mehr. Das Kernfeature, also das Messen, muss natürlich schnell da sein. Was wir hier extra gemacht haben, dass wir also die LED-Anzeige in Rot gemacht haben, weil einige Entfernungsmesser doch mit dunkler LED-Anzeige kommen. Und wenn es dunkel wird auf der Jagd, dann kann ich halt auch nicht mehr messen. Ja? Wenn das Büchsenlicht nachlässt und man dann drin hängt, ich sehe nichts mehr. Wo liegen wir denn hier bei der Reichweite? Wir sind hier bei 1000 Meter Reichweite, deswegen haben wir den auch hier jetzt gleich mit drauf, das ist der NR1000. Ah. Das zeigt dann auch gleich aus, dass er ungefähr bis 1000 Meter misst. Also quasi Noblex Range 1000. Ja, ich denke, wir haben uns auch hier auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis verständigt. Also die ultraweiten Messungen sind eigentlich in der Praxis, in der jagdlichen Praxis nicht unbedingt notwendig. Aber dafür war es uns wichtig, dass er eben auch bis zu den 1000 Meter vernünftig misst und dafür ein gutes Preis-Leistungs- und auch Größenverhältnis hat. Ja, wie gesagt, Leute, tolle Produkte. Wir können uns auf jeden Fall schon auf die IWA freuen, wo wir natürlich wieder für euch vor Ort sind. Hubert, vielen Dank. Alex, schön, dass du da warst. Ne? Noch viel Spaß in Vegas. Und wir sehen uns in Nürnberg. Alles klar, bis dahin. Ne? Bis dann. Tschüss.